Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstagabend. Dies ist eine Aufzeichnung, weil wir im Moment einfach so ganz viel um die Ohren haben. Es ist nämlich am Wochenende Nordstil. Das heißt, wir werden unseren Händlern am Wochenende auf der Messe alle Neuheiten, alles das, was im Laufe des Jahres kommt, präsentieren, zeigen. Und Tom und Silvia werden auch da sein, sodass ihr auch einen kleinen Einblick von der Händlermesse bekommen werdet. Richtig? Tom nickt. Ohne Mikro? Schwierig. Jetzt möchte ich euch aber auch noch mal ein ganz bisschen in die Zukunft entführen. Also euch zeigen, was wir gerade bemustern, was gerade bei uns Thema ist. Und am Ende zeige ich euch noch mal, was jetzt als nächstes kommt. Also worauf glaube ich, zumindest wenn ich auf den letzten Sale schaue, weil da ganz viele, die hier vor Ort waren, im Showroom nachgefragt haben. Ich glaube, viele warten auf die neue große Ida. Die Ida in der klassischen Form, die habe ich auch hier, die wird bleiben. Das ist ja unsere altbekannte Ida. Und hier habe ich jetzt mal die große Ida im Vergleich. Und diese große Variante, die ist jetzt also fast fertig. Bis auf den Reißverschluss haben wir uns entschieden, dass sie genau so gemacht wird, denn Ida gefällt euch total gut. Wir haben bei Ida die Farben ganz schön aufgestockt. Es ist Wildleder dazu gekommen und ab und zu kam von euch der Hinweis, ja, aber ich hätte sie gerne im Alltag mit etwas mehr Platz. So, und da ihr anscheinend das Weiche, das Lautschige mögt und auch die zwei Gurte, haben wir mit der großen Ida jetzt nochmal einen Gegenspieler zu unserer großen Maxi Ella, die als Saddleback ja eher fest ist und auch die zwei Gurte hat, haben wir jetzt hier eine ganz weiche Tasche. Wie gesagt, der Reißverschluss, ich habe noch kein neueres Muster, wo der Reißverschluss jetzt verändert ist. Der Reißverschluss wird noch ein bisschen über die Tasche hinausgehen, damit wir sie gut öffnen können. Und Tom filmt einmal rein in die Kamera, in die Tasche mit der Kamera und kann einmal zeigen, von innen haben wir wie gewohnt Einstecktasche, Reißverschlussfach und das Schlüsselband, wobei das hier bei dieser Variante noch auf der falschen Ecke sitzt. Das Schlüsselband wird an den Anfang des Reißverschlusses versetzt. Und ihr habt hier eben richtig schön Tiefe, sodass die große Ida wird ein richtiges Raumwunder. Und dann könnt ihr sie ganz entspannt schultern. Die hat keinen festen Boden, dadurch also wirklich auch sehr komfortabel den Arm hängen lassen, je nachdem, wie stark sie befüllt ist. Oder eben mit dem 2,5 cm breiten Gurt Crossbody tragen. Das mit den zwei Gurten, das hat sich für mich total bewährt. Ich liebe das sehr, weil die Taschen tatsächlich dadurch für mich in fast jeder Situation zu tragen sind, also in fast jede Situation zu bringen sind. Also habe ich es ein bisschen schicker, ist der kurze Gurt immer toll. Es macht immer gleich einen, hat immer gleich einen etwas schickeren Effekt und brauche ich es praktisch, bin ich mit dem Fahrrad unterwegs oder ich muss die Hände frei haben, dann geht halt nichts über ein Crossbody-Gurt. So, das ist also die große Ida, die erwarten wir zum Frühling und sie wird in tollen Farben kommen. Und ist im Grunde jetzt mal so die erste Tasche, nachdem wir ja gesagt haben, die Lillibrit wird ein Facelift bekommen, ist das jetzt also erstmal die erste Tasche, die die Lillibrit schon mal so annähernd ersetzen wird in der Größe. Es ist eine andere Tasche, aber in der Größe. Ich glaube, dass sie richtig gut wird. Es gab ganz viele begeisterte Stimmen, als wir hier bei unserem Adventsverkauf die Mustertasche mal so rausgegeben haben zum Checken. Es gab auch die ein oder andere Stimme, die gesagt hat, nee, also Lillibrit wird dadurch nicht ersetzt. Und das sehe ich auch so. Sie ist ein bisschen anders einfach. Aber ich finde sie richtig, richtig cool. Und sie wird ein Volumen, ein Raumwunder sein, ganz sicher.
So, welchen Namen sie kriegen wird, weiß ich noch nicht. Haben wir noch nicht festgelegt. Im Moment ist sie einfach die große Ida, falls ihr Fragen dazu habt. So, und dann habt ihr vielleicht, wenn ihr an Weihnachten bei uns oder zwischen den Jahren bei uns im Insta-Account geschaut habt, habt ihr mich vielleicht mit der Strandtasche gesehen. Ein Projekt, genauso wie unsere Canvas-Waschtasche, das jetzt eben dann auch mal ein bisschen andere Wege geht, und zwar Canvas und Leder kombiniert. Das machen wir einfach aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist natürlich, dass wir wissen, dass Leder geliebt wird, aber auch kritisch gesehen wird. Und natürlich ist es auch eine Preisfrage, wobei gutes Canvas einfach auch kostet. Wenn wir darauf achten wollen, wie die Stoffe bearbeitet sind, dann wird es immer auch sein Geld kosten. Und ja, wir bei uns entstehen Preise natürlich auch ganz viel durch die faire Bezahlung für alle, die an der Lieferkette beteiligt sind. Ja, plus eben gute Materialien, Nähzeit. Nähzeit ist eben ein großer Bereich. So, die Strandtasche, die ich gecheckt habe im Winter. Ich nehme mal das Füllmaterial noch mal raus, dann kann Tom vielleicht noch mal in die Tasche filmen. Die Strandtasche ist richtig cool, weil ihr sie toll mitnehmen könnt. Zum Beispiel für die Reise, wenn ihr das Innenleben so einschlagt. Sie ist leicht, platt und nicht sehr groß. Man kann sie eben auch falten. Aber wenn ihr es zum Beispiel am Strand oder zum Einkaufen ein bisschen größer braucht, dann faltet sie sich so auf. Und ich habe sie, wir waren ja anbaden, und ich habe sie da zum Anbaden benutzt mit riesigen Badehandtüchern, weil es ja so wahnsinnig kalt war. Und dann hat man eben wirklich eine richtig große Tasche. Zum Baden super geeignet, weil das ja alles wegtrocknet, was feucht war. Ich schmeiße meine jetzt noch mal einmal in die Waschmaschine, um zu gucken, wie sie sich verhält, wenn sie richtig gewaschen wird. Sie hat die breiten Gurte, damit sitzt sie echt gut auf der Schulter und hat hier, ich weiß gar nicht, ob wir das gerade zeigen konnten, vielleicht kommst du noch mal. Mir fällt gerade das Wort für diese Knöpfe, die es auch immer an Duffelcoats gab. Ich finde, das passt total schön zu diesem eher natürlichen Look. Und es wird sie erstmal in Schwarz geben, also mit schwarzem Leder, dunkelbraun und rot. Das waren jetzt erstmal so die Farben, für die wir uns entschieden haben. Und wir hatten ein Muster schon mal mit zu unserem letzten Lookbook-Shooting. Und da sind so schöne Bilder entstanden. Daniela und ich waren total wirklich verliebt in die Tasche und freuen uns, dass die also auch zum Frühjahr kommt. Eine super Länge, um sie in die Hand zu nehmen oder um sie zu schultern. Ich hatte ja sogar eine dicke Winterjacke an. Das ist im Sommer natürlich noch mal bequemer. Und ja, auf die Tasche freue ich mich schon sehr. Entstanden ist die Strandtasche bei dem Besuch, den wir aus Indien hatten. Also unsere Näherei war hier, und Andrila, die die Produktion beaufsichtigt, die hatte so eine Tasche dabei in der Art. Und ich habe sie direkt gefragt, kann ich die behalten? Brauchst du die noch? Leider musste sie mit der noch weiterreisen. Aber wir haben sie dann ein bisschen angepasst an uns, und ja, das ist also eine Tasche, die eigentlich aus der Näherei heraus entstanden ist und ja, hat einfach uns voll ins Herz getroffen. Der Stoff, je nachdem, welches Leder ich habe, der Stoff bleibt aber erstmal immer gleich, also egal welche Farbe oben in den Applikationen ist. Ob wir vielleicht später noch mal den Stoff ein bisschen verändern in einen gräulichen Ton. Jetzt ist er ja so ein bisschen Sand in einem Fischgrätmuster. Ob wir da noch mal den Stoff auch ein bisschen anpassen, verändern, das liegt einfach daran, was ihr euch wünscht, wie euch die Tasche an sich auch gefällt. Also der nächste Urlaub
braucht unbedingt eine Strandtasche und ich sage euch, das wird eine Alltagstasche, die echt gut zum Einkaufen auch geht. Auch die Strandtasche hat im Moment noch keinen Namen. Das sind die beiden Neuheiten oder Muster, die jetzt eigentlich so schon feststehen und die zum Frühjahr kommen. Und dann zeige ich euch noch mal einmal die Mini-Tora. Da hatten wir ja das Mustertragen verlost. Oh, ich glaube, das war im September, Oktober. Und das hat die Kati für uns getestet, hat eine ausführliche Rückmeldung geschickt und hat uns ihr Feedback gegeben. Und ich muss dann trotzdem immer ja auch nochmal schauen, was finde ich für die Tasche richtig und wichtig und was kommt an Rückmeldung und wo sage ich, ja, das ist wirklich nochmal ein richtig guter Hinweis. Ich nehme das nochmal raus. Also, die Kati hat sich für diese Form eher entschieden, also mit dem längeren Gurt. So, im Vergleich seht ihr das, Taschengröße ist gleich. Aber sie fand den längeren Gurt besser, weil sie ihn besser schultern konnte. Und hat sich aber für die schwarze Tasche entschieden bei der Art des Verschlusses, weil sie sagt, so ein Flap, so eine geschlossene Bucketform, dem kann sie nicht so viel abgewinnen. Und ja, und im Grunde haben wir bei dem einen Argument haben wir gesagt, die Tasche ist schon in Produktion, also sie wurde schon zugeschnitten und so weiter. Aber diesen Hinweis, den nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Und bei dem anderen habe ich mich dagegen entschieden. Aber wir sind nochmal genau in die Diskussion gegangen, Daniela und ich. Und dafür ist es eben auch wichtig, euer Feedback zu hören. Also, wir haben uns entschieden, das Flap wegzulassen. Ich dachte, dass es euch vielleicht wichtig ist, dass die Tasche ein bisschen geschlossener ist. Kati sagte, sie braucht es nicht. Und wir finden, dass diese moderne Form des Buckets, dass das einfach in der offenen Variante, wenn sie befüllt ist, viel, viel mehr rüberkommt. Das ist schon eine sehr spezielle, sehr moderne Tasche, aber das geht so ein bisschen verloren durch das Flap. Unsere Mini-Tora, für die wir, sowohl Kati als auch wir uns entschieden haben, hat eine Magnetschließe, sodass, wenn ihr das Gefühl habt, ich möchte sie hier zumachen, habt ihr einen Druckknopf, dann kann man nicht so hineinschauen in die Tasche. Eigentlich ist aber diese Form die angesagte und ihr habt innen ein Reißverschlussfach und kannst du noch mal zeigen, hier auf der Rückseite hättet ihr ein Reißverschlussfach zum Beispiel fürs Portemonnaie. Ich versuche mal, es ist natürlich mit Schwarz echt schwer, ne? Ja, wenn man es ein bisschen ins Licht halten. Oder wir nehmen die hellblaue zum Zeigen. Ihr habt ein Schlüsselband dran, um den Schlüssel zu fixieren und ihr habt innen ein Reißverschlussfach, ebenfalls nochmal zum Beispiel fürs Handy. Und damit habt ihr die wichtigen Sachen gesichert. Der große offene Bereich ist dann tatsächlich eher für Taschentücher oder was man eben sonst so noch dabei hat. Das ist das, was im Moment ja einfach sehr, sehr angesagt ist. Und das ist einfach auch eine wirklich coole Tasche. Ich habe mich gegen den längeren Tragegurt entschieden, weiß sehr wohl, dass dieses Argument von Kati, dass man sie besser schultern kann, weiß ich zu verstehen, aber die Tasche verliert für mich dadurch ein bisschen an dem Besonderen. Also die Trageform ist eigentlich Armbeuge oder Henkel. Es ist im Grunde wirklich wie eine Henkeltasche. Und wer es möchte, wer sagt, ich muss sie aber auch mal schultern können, für den gibt es immer noch die Option, einen langen Crossbody-Gurt zu befestigen, den kleinen Gurt nach hinten zu schieben und sie dann Crossbody zu tragen. Die Option gibt es natürlich immer. Es gibt viele coole breite Gurte. Wir haben breite Ledergurte, es gibt aber auch überall breite Nylongurte oder eben man nimmt einen ganz klassischen, die findet ihr auch bei uns im Sortiment. Aber ein Bucket
finde ich, ist so einfach, ja, richtig cool und sehr modern, sehr jung. So, die Mini-Tora, die kommt, ich denke, so im Februar schon. Mal gucken, wie schnell das geht. Und der Gegenspieler, jetzt wirklich fast das Gegenteil, ist unsere Hobo, die ganz weiche Tasche, die ihr unterm Arm tragen könnt, die knautschig ist und die, ja, da sind wir, naja, es teilt sich die Gemeinde bei uns im, hier im Büro. Es gibt einfach Frauen, die lieben das. Die lieben das weiche, knautschige, ähnlich wie bei der Ida. Und es gibt aber auch hier bei uns Frauen, die sagen, nee, ich brauche ein bisschen mehr Stabilität, ein bisschen mehr Ordnung. Diese Tasche, auch die wird jetzt kommen, auch circa im Februar. Und noch eine kleine Geldbörse dazu. Ich denke, diese hier, die Hobo, die stellen wir euch eh noch mal ganz genau vor, wenn sie denn jetzt kommt. Ich hoffe, dass, ja, dass sie so da ist, dass wir sie mit auf die internationale Lederwarenmesse mitnehmen können. Da sind wir nämlich im Februar, weil ich die sehr besonders finde. Ich glaube, die kommt in dunkelbraun und in Porzellan und da wird sie super edel sein. Auch die Hobo, das wiederholt sich bei uns, weil es sich einfach als praktisch erwiesen hat, hat das Schlüsselband, die Reißverschlusstasche und die Einstecktasche. Das sind einfach die Feature, die unsere Taschen immer haben sollen, weil wir gemerkt haben, Handy, Schlüssel, Geldbörse müssen gesichert sein, müssen ihren Platz haben. Und dann ist es auch wurscht, wenn eine Tasche weich ist und vielleicht so ein ganz bisschen ja, dieses lässige Chaos innen hat, weil die Dinge, die ihr schnell braucht, an der Kasse, vor der Haustür, am Auto oder wenn das Handy klingelt, die habt ihr halt direkt im Zugriff. Deswegen haben wir die Innenausstattung ja bei nahezu jeder Tasche. So, und die Geldbörse, da zeige ich euch nur mal ganz kurz. Das ist eigentlich, ja, denke ich, für die Männer interessant. Wir haben ja mit unserer Piet eine sehr klassische Herrengeldbörse und haben diese klassische Herrengeldbörse jetzt in ein, in ein Hochformat gebracht. Ich finde sie ein bisschen schlanker. Ist total klassisch von dem, was sie bietet. Das ist das, was viele Männer nach wie vor noch mögen. Hinten eine Aufteilung, dass man zwei Räume hat für Scheine oder Belege. Formate hinter den Karten, zum Beispiel für einen Fahrzeugschein. Genügend Kartenfächer und ein immer noch ausreichendes Münzfach wird immer noch gewünscht von den Männern. Und da haben wir jetzt einfach mal das Format ein bisschen geändert. So, das sind die Dinge, auf die wir unter anderem im Januar, Februar warten und die Strandtasche und die große Ida dann zum Frühjahr. Jetzt seid ihr ein bisschen im Bilde. Ja, am Donnerstag sind wir dann also unterwegs. Es wird für die Messe vorbereitet, es wird aufgebaut und ja, ab Samstag geht es dann tatsächlich los und ich hoffe, dass ganz viele unserer Händler kommen und sich die Neuheiten einmal live anschauen und sie dann vielleicht auch euch anbieten können, wenn ihr sie in den Läden besucht. Ich möchte euch sehr dazu aufrufen, ja, die Händler mit zu unterstützen. Die Zeiten sind ja irgendwie nicht so ganz unkompliziert und ich glaube aber, dass es wichtig ist, unsere kleinen Händler, die die Innenstädte eben einfach lebendig machen, zu unterstützen. Ja. Habe ich was vergessen, Tom? Haben wir noch irgendwas anzukündigen? Erstmal nicht. Erstmal läuft der Januar. Läuft. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht es gut und ja, dann wartet auf die Bilder von der Nordstil.